So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Riesenkeulen-Simulator. Zu Far Cry Primal. Und wir... Oh, die brauchen wir. Das sind Eisfische. Die müssen wir töten. Das ist super. Ja, komm. Auf dem Weg zum Leuchtfeuer im Süden können wir gleich noch... Ist das doch... Okay, ging. Wo ist er hin? Da. Kommst du? Wohl. Bleibst du da? Noch. Mist. Da, haut ab! Du feiges Fischlein! Ich habe jetzt ein bisschen Angst, ins Wasser zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Ist das da noch einer? Nö, das sind diese Wasserblumen. Oh, da hinten ist Stein. Stein, Stein, Stein. Stein brauchen wir immer. So. Diese Malereien sind nix. Und sonst noch was. Es wird dunkel. Das ist auch nicht so super. Bei dem Dunkel sehe ich nix. Also wirklich, man sieht ja, man sieht nix. Das Wasser scheint auch nicht gerade von angenehmer Temperatur zu sein. Ja, komm, ich schwimme mal rüber. Risiko. Hast du dich ein bisschen schneller schwimmen? Ich hasse dunkles Wasser. Werd ich paranoid. Und es ist arschdunkel. Da ist ein Fisch. Aber wirklich arschdunkel. Warum treffe ich... Ja gut, durchs Wasser. Das macht eigentlich Sinn. Ha! Das war nicht Wasser. Und der liegt da. Den hole ich mir jetzt. Wir brauchen deren Haut. Für irgendwas, ich habe vergessen was. Für irgendwas brauchen wir die. Weißfisch. Komm schon, heut den. Unter Wasser. Das ist mein Metal. Weißfischhaut. Yay. Kann wieder auftauchen. Das macht es noch unangenehmer. Im Dunkeln, im schwarzen Wasser, unter Wasser zu sein. Ach du Scheiße. Wo kamt ihr denn her? Ach ja, stimmt, die hauen ja jetzt ab vor uns. Mahaha, meistens. Sind wir überhaupt richtig? Nicht wirklich. Aber ich glaube schon, dass wir hier hoch müssen, ne? Naja, gut, wir versuchen es mal. So gesagt, ich soll mal mehr Tiere zähmen. Das stimmt, das sollte ich wirklich, aber es ist... Keine Ahnung, ich bin zu unfähig für das. Entweder haue ich sie gleich rum oder... Sie rennen weg. Bäh. Fall um. Fall um. Danke. Ja, diese kleine Patrouille. Hat es nicht so lange gemacht. Kein Wunder, wenn sie auf den Rambo der Steinzeit treffen. Namentlich wir. Und hier sind diese kleinen Kackhunde. Oder? Nee, das sind Wölfe. Könnte man ein paar Wölfe umlegen, weil Wolfsfälle haben wir ohnehin fast keine. Ja, okay, das war nix. Egal, zwei Wölfe sind besser als keine. Wo ist der andere? Hier. Nein, hier. Nein, das ist ein Hirsch, kein Wolf. Greifen die uns jetzt wieder an? Nö, die rennen wirklich ganz weg. Naja, ist auch besser so. Hallo, wir haben noch zwei Wölfe umgenähtet. Wo ist der zweite? Ich finde den nicht. Naja. Nehmen wir halt wenigstens mal den Ton mit und ein bisschen was vom Holz hier. Das sind da unten schon wieder. Ich höre Musik. Ah, ernsthaft? Wollt ihr Ärger? Geht weg. Ja, ihr zwingt mich, euch zu verhauen. Das ist nicht meine Schuld. Ja, ich glaube, die kommen da nicht weg, ne? Ja gut, dann gehen wir halt einen anderen Weg. Das klingt nach Bär. Bären sind ziemlich ungemütlich, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber ich glaube, wir töten ihn trotzdem. Er greift ihn so den Hintern. Ja, macht er. Ne, der haut ab. Okay, gut. Braves Bärchen. Ah, tote Ding. Typen. Hallo, Wolf. Greif uns nicht an. Der Bär. Gehst du mal weg? Du machst mich echt paranoid. Sind wir hier überhaupt richtig?
dich... Nein, ich möchte da nicht darunter. Aber wie komme ich da runter, Heilige? Ach, hier. Alter, ist weit. Okay. Die greifen uns wohl auch nicht an, nehme ich mal an. Aber rein sicherheitshalber. Speer. Nee, Doppelkeule. Ja, kommt nur her. Kommt nur her. Ihr Krieg auf der Fresse, ist mir doch wurscht. Ich glaube, die haben da mehr oder weniger schon alle umgenietet, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Was bist du? Fleisch, nehmen wir mit. Da oben ist irgendwo ein Lager, oder hier. Hallo? Ich sehe das Lager. Na, ja, da war was. Nein, okay, das ist, glaube ich, nur unser Vieh. Machen wir kaputt. So. Wir sind auf jeden Fall richtig. Das bist du ein Tapir! Tapir! Alter, meine Fresse, das bist du ein Kampftapir! Fällst du bitte um? Ist ja unfassbar. Ah, du verendest von selbst. Okay. Danke. Das war ziemlich grausam, aber wir brauchen halt noch ein bisschen was an Tapir. Wir brauchen einfach so viel wie möglich. Weil ich mir ohnehin nie genau merken kann, was wir genau noch brauchen. Nehme ich einfach über alles mit. Mehr oder weniger. Wir haben auch noch einen Fertigkeitenpunkt. Rohstoffe finden. Nee. Ja gut, zielen ist schon nett. Ja, okay. Machen wir. Zielen ist doch ganz nützlich. Hallo. Aber ich wollte eigentlich nachgucken, ob wir was bauen können, was Neues. Noch ein Ahorn. Nee, da brauchen wir alles noch ganz viel Jagdfell. Hm. Südsteine. Das hätte ich gern. Die Weißwölfe und die Weißjacks. Aber woher wir die kriegen? Pff, keine Ahnung. Also die hätte ich echt gerne für die sozusagen Boss-Mission im Norden. Für den bösen, wie hieß er noch gleich? Ul, glaube ich. Na komm, die lassen wir jetzt mal. Das ist mir wurscht. Na komm, lass die nur, Tiger. Dann halt nicht, meine Fresse. Und wir sind viel zu weit gelaufen. Was zur Hölle? Ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Dann gehen wir halt hier lang. Hoffentlich geht das. Wir müssen nämlich zurück auf die Straße. Können wir den Nordsee da mitnehmen? Nö, aber dann können wir wieder ein paar Pfeile machen. So, jetzt können wir nämlich wieder mitnehmen. Ah, njam, njam, njam. Was ist das denn? Ist das ein Weißwolf? Bist du ein Weißwolf? Nee, ich glaube nicht. Und was bist du? Ah, so ein Knochenbaum, ne? Jo. Hier sind wir richtig, aber kommen wir hier auch durch? Ich würde ehrlich gesagt recht gerne einfach der Straße hier folgen. Die greifen uns ohnehin nicht an. Lass die. Die greifen uns an? Die greifen uns tatsächlich an. Meine Fresse, was geht denn mit euch? Okay. Anscheinend schon keine Lust mehr. Kann ich ihn nicht verübeln. Sind wir immer noch richtig? Ja, jetzt können wir einfach der Straße folgen. Das ist gut. Das kommt mit. Solange bis wir nichts mehr mitnehmen können, kommt das mit. Es wird morgen. Das ist schön. Brennt hier einer? Das ist ein Bär. Lässt der uns in Ruhe? Ich glaube schon. Der ist mir echt zu hart jetzt, weil wenn wir jetzt sterben, können wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ich möchte erst hier unten irgendwo einen Schnellreisepunkt haben. Macht das warm? Nö, es reicht nicht. Doch, doch, das reicht. Ah, okay, wir brennen. Aber das heißt schon mal, wir frieren nicht. Macht Sinn. Streicheln. Hallo, Kätzchen. Oh, tschüss. So, jetzt sollten wir langsam warm haben. Soll ich mich nochmal anzünden oder wie lange dauert das hier? So, komm, das reicht jetzt. Ich habe mich wirklich nochmal angezündet. Das wollte ich nicht. Wir rennen durch die Pampa mit unserem Tiger. Wie eine Hardcore-Edition von Life of Pi.
Hier sind wir schon. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wie können wir nochmal die Eule rufen? Das habe ich vergessen. Eule? Na komm, wer braucht schon Eulen? Ich würde sagen, wir snipern die einfach einer nach dem anderen von unserem gemütlichen Positionchen hier oben. Wir merken das ohnehin nicht. Das ist zu weit. Aber ich könnte die schon mal markieren. Da gehe ich mal hier runter. Woo! Hallo? Ja, runter bitte, danke. Kumpel? Okay, könnte ein Grafikfehler sein, weiß es nicht. Das sind aber nicht so viele, ne? Ist immer noch zu weit, das gibt's ja nicht. Ist da unten noch ein... Nein, 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 nein. Das wiederum, ganz runter will ich nicht. Ich möchte schon von einer erhobenen Position aus wegschießen. Das reicht distanzmäßig, das ist super. Die gucken noch nicht mal. Scheinen nicht so schlau zu sein, die alten Udam-Pistnelken da. Ups, jetzt hatten sie jemand gesehen. Oder fast gesehen. Ja, wir schleichen uns erstmal ein bisschen ran hier. Ganz entspannt und gemütlich. Ach, haben ja Zeit. Wenn möglich irgendwie von hier. Treffe ich den so? Nein, 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 das war dumm. Das war sehr dumm. Jetzt habe ich es vergessen. Ja, jetzt rufen sie das Alarmhorn. Shit. Naja. Ja, genau. Ja, ich weiß. Das war nicht sehr schlau. Da kommt die Zivilisten sollen rennen. Ah, Alter, der trifft ganz schön gut für diese Distanz. Okay, jetzt reicht's mal. Kommst du wohl einfach mal stehen bleiben, bitte? So, danke. Alter, ich bin dauervergiftet hier. Du kannst gleich wieder runter. Du auch. Du liegen bleiben. Nein, das war falsch. Du liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Und liegen. Au, 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 au. Keinen Fehler machen jetzt. Alter, weißt du was? Wenn du auf Fresse willst. Fresse! Können wir auch so machen, wenn du Bock drauf hast. Du bist der Boss, ne? Ach, das war's schon. Das war ja nicht so schwer. Schneeschwalder. Okay. Interessanter Name. Yay! Plus 5 Leute. Cool. Jetzt möchte ich gerne meine Pfeile wieder haben, wenn es geht. Ach. Wenn Hartholz voll ist, da könnten wir aber ehrlich gesagt Wolf häuten. Okay. Na, aber nur ein normales Wolfsfell. Wir brauchen aber ein weißes. Und zwei weiße Jackfelle. Wo auch immer wir die herkriegen sollen. Habe ich, glaube ich, noch gar kein weißes Jack gesehen. Ach, das sind unsere Jungs schon hier. Meine Fresse, die sind aber schnell. So. Und da können wir doch mal ein paar neue Pfeile basteln. So. Ja, das war jetzt nicht so super schwer. Aber lustig. Geh weg. Hörst du auf? Komm her. Ja, lauf in die Hütte. Ach, okay, die hat zwei Ausgänge. Komm her. Ich verhau dich mit meiner Riesenkeule, weil ich Metal bin. Zack. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich.
So. Haben wir irgendwas im Belohnungslager, was wir auch mitnehmen können, ausnahmsweise? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja eher nicht. Ne, dich haben wir noch nicht geplündert. Hm, gib mir ein Zeug. Ja. Ja, die haben auch nicht so viel Zeug bei, leider. Ja, doch, das geht schon. So, können wir vielleicht was Neues basteln? Ja! Cool, was? Aber wir können die Keule verbessern. Ja, warum nicht? Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Aber nur einen. Was ist das? Ziele und wirft eine Keule während du eine Leiche... Nee, das machen wir ohnehin fast nie. Ist okay. Guckt euch meine Keule an. Boom, das klang irgendwie komisch. Aber trotzdem, guckt das an. Ist das cool? Ja, nee, komm. Definitiv die Doppelkeule. Boom. So cool. Leider ist es schon wieder Zeit für einen Cut langsam. Ich hoffe, ich muss nachher eben noch los. Muss noch kurz was ein paar Dinge erledigen. Außer Haus. Ich würde nicht gerne in der nächsten Session wenigstens mal das hier angehen. Dann hätten wir nämlich den Norden eigentlich schon vermöbelt. Dann werde ich alles uns gehören. Da müssten wir nur noch hier alles rumprügeln. Oder wir sparen uns den noch auf und prügeln uns zuerst hier ein bisschen weiter Richtung Süden. Das könnten wir natürlich auch. Eigentlich beides gute Ideen. Ich würde sagen, das könnten wir nicht jetzt noch kurz holen, oder? Reicht das zeitlich? Dann wird das halt eine längere Folge, aber das ist doch gut, oder? Also, ich würde sagen, 10 Minuten habe ich schon noch. Und dann versuche ich diese 10 Minuten nochmal noch nützlich zu verwenden. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Das wäre geil. Wenn ich renne, bin irrer, könnte es sogar noch was werden. Oh. Oh nein, Bär. Okay, ich habe nichts gesagt. Ah ne, der haut ab. Braver Bär. Ist bloß nicht in die gleiche Richtung flüchten wie er. Der Bär. Alter. Sind das zwei Bären? Tatsächlich. Alter, der eine ist ein bisschen größer wie der andere. Oder wisst ihr was? Kann ich den? Oh, warum kann ich den nicht zähmen? Ist ja fies. Kann ich den kleinen Bären zähmen? Ich hätte gern Bären. Zum Kuscheln. Und zum Gegner abschlachten. Du, kann ich dich zähmen? Ja, kann ich. Das hat geklappt. Cool. Wir haben einen braunen Bär. Was kann der so? Oh, wir können sogar Dachs zähmen. Oder nicht? Nee. Kannst du... Ja, Ubisoft Club interessiert mich gerade nicht. Höhlenbär und das ist ein Braunbär. Ach, der Höhlenbär ist der Große. Der ganz Große. Rotund aber immer noch nicht. Das sind die, weil die sterben immer. Naja. Wir nehmen erstmal den Bären mit, einfach mal so zum Probieren, wie der sich so spielt. Auch wenn er vermutlich nicht so gut im Schleichern ist wie... Ach, komm schon! Wo ist er? Das war einfach. Ups, bleib hier. Südpurpurblatt. Naja, das war jetzt mäßig spektakulär.
Ach nee, komm, jetzt hört doch auf. Ich möchte doch wirklich nur noch kurz dieses Leuchtfeuer da oben. Ach, das ist schon da. Na cool. Das schaffen wir wirklich noch. Cool. Böse, böse Udam. Och nee, das ist ein Panzer-Udam. Nee, war's nicht. Kein Panzer-Udam. Sah nur so aus irgendwie. Oder vielleicht haben wir ihm einfach so einen Kopfschuss gegeben, dass er trotzdem starb. Könnte auch sein, weiß ich nicht. Aber ich mag's, dass wir einen Bären dabei haben. Das finde ich cool. Du bist ganz schön nahe hier. Ach, das war's schon. Wow. Ja, das war jetzt wirklich keine allzu große Schwierigkeit. Auch zeitlich nicht. Naja, gut. Haben wir wenigstens noch was erledigt. Ja. Und jetzt. Ein Brandfeuer in die Fresse. Yay! Gwarashnar. Cool. Ich würde sagen, das ist doch ein ideales Ende für diese Folge. Ja, langsam haben wir uns echt ganz schön durch die Karte geprügelt. Ich weiß nicht, wie weit es hier noch weitergeht im Süden, aber hoffentlich nicht allzu weit. Oder hier. Weiß ich auch nicht. Also ich nehme an, hier oben ist bald mal Ende. Schicht im Schacht. Hier wird es wahrscheinlich etwas so sein, nehme ich mal an. Also haben wir doch noch ein gutes Stück vor uns. Ja, macht aber Spaß. Und wir haben wieder einen Punkt. Sollen wir das mal nehmen? Können wir mal. Auch wenn ich den nicht so nützlich finde bis jetzt. Nun gut, dann danke euch vielmals fürs Zusehen und oh mein Gott, das müssen wir wohl holen. Und sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.